Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Ascendant. Ja, neuer Tag, neues Glück, neues Gamepad. Und was für ein prächtiger Tag das doch ist. 33 Grad im Schatten, also gefühlt. Deutschland ist gegen Frankreich ausgeschieden, beziehungsweise Manuel Neuer ist gegen Frankreich ausgeschieden. Würden böse Zungen behaupten. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, wie ich das sagen kann. Ich kann in die Zukunft sehen. Ich sehe Deutschland heute verlieren. Nein, Quatsch. Also ich glaube, es wird eine sehr enge Kiste, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland gewinnen wird. Das ist eigentlich immer so. Die andere Mannschaft spielt 90 Minuten und Deutschland gewinnt. Nein, nein, das kann ich auch nicht sagen. Doch, als Österreicher kann ich das sagen, aber ich mache mir wahrscheinlich keine Freunde damit. Ja, wie sieht's mit euch eigentlich aus? Guckt ihr WM? Interessiert euch das gar nicht? Geht euch Fußball generell am Popos vorbei? Könnt ihr mir auch gerne mal mitteilen. In diesem Sinne auch danke an Candy. Du hast mir ja gestern eine Antwort gegeben oder geliefert hier auf meine DLC-Frage, auch wenn ich deine Meinung durchaus schon auch ein bisschen kannte. Fand ich sehr interessant. Da war auch was Neues dabei. Zum Beispiel eben deine Beweggründe, also warum bzw. wann du einen DLC kaufst. Und ja, nee, fand ich interessant. Und wie gesagt, ich lasse das ja auch gelten. Es ist ja nicht so... Gehst du weg? es ist ja nicht so, dass ich nur meine Meinung gelten lasse. Das wäre irgendwie so ein bisschen am Ziel einer Diskussion vorbei, ne? Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Oh, health up. Sehr schön. Nee, wie gesagt, fand ich sehr interessant. Vielen Dank dafür nochmal. Und sollte sich noch jemand melden, hier verspätet, dann werde ich mich auch dahingehend nochmal äußern. Keine Frage. Heute werde ich mal nicht wirklich irgendwie eine Diskussionsrunde starten. Das, ja, ich würde sagen, ich habe noch genug Versuche und genügend an Fail-Versuchen hier, um eben die ein oder andere... Hey, lass uns das. Diskussion. Au! Du Sack! Die ein oder andere Diskussion zu starten. Und ja, Candy, du hast mir da eigentlich schon auch eine Vorlage geliefert, beziehungsweise das wollte ich eigentlich sogar gestern noch machen, aber ja, wie gesagt, meistens dauern die Runs halt nicht so lange wie gedacht und angenommen, und zwar mit hier Free-to-Play. Ja, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die wenigsten Spiele, bei denen Free-to-Play draufsteht, auch wirklich Free-to-Play sind. Ich habe da selbst leider ziemlich mal in die Scheiße gegriffen, beziehungsweise war ein bisschen angefixt, sag ich mal, von einem Spiel 2 Jahre lang und hab einiges an Geld ausgegeben für dieses verdammte Free-to-Play-Spiel. Ja gut, erster Boss, wir gucken mal rein. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Oh, Grunty. Da hätte ich sogar diskutieren können nebenbei. Das wäre gerade noch so gegangen. Ja komm, Fall. Fall, 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 Fall. Sehr schön. So, Schaden dürften wir jetzt eigentlich gar keinen mehr nehmen. Das wäre etwas peinlich. Das ist echt der einfachste Boss im ganzen Spiel. Also, glaube ich. Ich meine, ich habe nur 2 gesehen bislang. Also, in 2 Etagen. Ich habe schon mehrere Bosse gesehen. Was haben wir denn hier? Blessing of Shamash? Shamash? Spreche ich sicher falsch aus, aber... Okay. Dashing leaves a trail of... Oh, das kenne ich ja schon, ja, sonst würde es auch hier nicht stehen, sondern sonst würde hier ein Fragezeichen sein. Ja, und ich werde wahrscheinlich eher selten hier bei den Zaubern was einsetzen, auch wenn ich dann vielleicht einen neuen Effekt bekomme, aber die Zauber verwende ich halt sehr wenig. Ne? Launches enemies cause... launched enemies cause a fury explosion on impact. Ja, das klingt natürlich auch gut, ich meine, hatte ich auch schon mal. Allerdings... Dann wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn neben einem Gegner, der gerade in die Luft geschleudert wurde und wieder landet, auch andere Gegner stehen würden. Sonst bringt diese kleine Explosion ja gar nichts, ne? Und das hier hinterlässt eine Feuerspur und das nehme ich jetzt auch, ehrlich gesagt. Denn jetzt, guck mal. Ja, gut, ja. Gutes Timing, aber ihr hört das Brennen, ne? Und damit können wir natürlich auch Gegner in Brand setzen. Das finde ich nicht schlecht. Das werde ich jetzt wirklich mal lassen. So, genug gelabert. Rein in Late Spring. Wie gesagt, weiter als bis zum zweiten Boss komme ich wahrscheinlich ohnehin wieder nicht. Weil ich glaube, das Brennen interessiert den auch herzlich wenig. Den muss ich wirklich mit den eigenen Minions, also mit seinen eigenen Schergen erschlagen.
dieses Multitasking, das ist halt echt nicht mein... Geh weg. Diese Selbstmörder finde ich einfach so derart... Nein. Das magst du nicht. Eine Waffe wäre mal super, eine neue Waffe. Hörst du auf. Ups. Oh, ja, okay. Auch schön. Stört mich nicht, passt schon. 10 Insel. Ja, ich habe auch einen Schlüssel, aber selbst für ein Herz fehlt mir noch, also fehlen mir noch 3 Influence. Da ist der Challenge. Gehe ich da rein? Nee. Das ging schon mal ganz, ganz bitter in die Hose. Falls ihr euch erinnern könnt. Das lassen wir lieber mal. Vorerst. Jetzt haut doch mal ab. Lass mich doch mal. Oh, ich hab den. Ach ja, den Gegner habe ich getroffen. Sehr schön. Ah, ja, das war's schon. Schön. Spell Damage. Ja, einmal mehr. Verwende ich ja auch so verdammt oft. Ah, hier ist ein. Hier ist eine Schatztruhe. Schade, nicht verschlossen, sonst wäre die Möglichkeit hoch gewesen, dass wir eine Waffe bekommen. Wobei, ist das jetzt nicht schon das dritte Health-Up? Also, puh. Nur, wie gesagt, wenn man sich blöd anstellt, so wie ich, beim zweiten Boss, dann bringt halt das Health-Up auch nicht viel. So ist das eben meistens, ne? Naja, ups. Springen sollte man vielleicht auch ab und zu. Nee, ich gehe da jetzt nicht rein in den Challenge-Raum. Ich meine, das könnte auch was ganz Einfaches sein. Wobei, vielleicht kann ich auch wieder raus. Ach komm, ich versuche das. Ich kann ja nicht viel verlieren, außer mein Leben. Sacrifice health to Agni and be rewarded. Ach, Schande, jetzt muss ich hier... Oder sollte ich? Ich meine, muss nicht. Ich kann wieder raus. Ich müsste ein Herz opfern oder mehrere, um hier was zu bekommen. Mach ich das? Ich meine, ich habe einiges. Vielleicht kriege ich gleich beim ersten Mal was. Komm. Au! Agnes, you gain influence. Oh ja, sogar ziemlich viel. Ah, gut, aber jetzt ist der Schlüssel halt weg. Ja, super. Das war jetzt eine Lose-Lose-Situation. Ich habe zwar jetzt Ingame-Währung, also Influence einiges, aber ich habe keinen Schlüssel mehr. Vielleicht kriege ich noch einen irgendwo. So, okay. Gehen wir mal hoch. Geh weg. Oh. Ich liebe es einfach. Diese Dinger, ey. Oh, ja, auch schön. Einfach mal mit dem Pott erschlagen. Also, in Sachen Gesundheit kann ich mich halt momentan echt nicht beschweren, ne? Krass. Aber wie gesagt, es wird halt trotzdem nichts bringen. Ich kenne das doch schon. Okay, weiter im Text. Was ist das für ein Geräusch? Nein. Ach stimmt, ich kann... Ah! Das war's clever. Einfach mal reindashen selbst in die Stacheln. Ihr sollt rein. Genau. So, zum Beispiel. Was ist das denn? Ich glaube, das tut mir weh. Ich möchte es jetzt nicht testen. Das habe ich noch nicht gesehen bislang. Ein Schlüssel! Ein Schlüssel! Wo ist der Shop? Wo ist der Shop? Da ist der Shop. Also. Da will ich jetzt auf jeden Fall hin. So. Gut. Schauen wir mal, was er anzubieten hat. Hoffentlich ein Herz auf jeden Fall. Schade, aber auch keine Waffe, ne? Breath of Luke. Ein Herz. Könnte ich tatsächlich... Was ist das denn? Spirit of the Seeker. Hatte ich das nicht sogar... Ach, ich sollte mir echt merken, was ich schon mal eingesammelt habe. Ja, das ist ein Zauber, den brauche... Nee, ich nehme nur das Herz. Schade. Eine Waffe wäre mal nicht schlecht. Und ich glaube, in den Runs hier bislang, die ich aufgenommen habe, habe ich immer noch keinen Shop gefunden, mit bei dem ich mit Herzen bezahlen kann. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Oh Gott, da oben ist doch mit Sicherheit... Ja, klar ist das der Boss. Wo soll er sonst sein? Ich will da nicht rauf. Come on. Nein. Au! Was ist denn Scheiß? Ja, super, das war's schon. Komm, eine Waffe! Ja, oder ein... Ja, also, wie gesagt, in Sachen Gesundheit kann ich mich wirklich nicht beschweren.
aber es wird halt trotzdem nichts bringen. Na gut, dann einmal mehr rein zu dem Regenwurm. Beziehungsweise Lindwurm. Ja, wenigstens schon mal schön getroffen. Au, ja. Ja, mich auch. Okay. Nein, 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 nein. Ah, ah. Ah, ich habe ihn nochmal getroffen. Alright. Bam! There we go! Boss down! Ja, das war ja eigentlich relativ einfach jetzt. Cool. Ja, dann seht ihr auch endlich mal was Neues. Blessing of... was? Sephiroth. Ich kenne mich mit den ganzen Göttern und so nicht aus. Ich geb's ja auch zu. Einen zusätzlichen Sprung. Ah, okay, und wenn ich das in die Waffe einsetze, dann kann es sein, dass bei einer normalen Attacke, also ein ganz normaler Schlag, dass der die Gegner in die Luft schleudert. Ja, ich sag mal so, also so ein wirklichen, also so ein Ausweich-Killer bin ich ja sowieso auch nicht, ne? Und wenn mir so der manche Gegner in die Luft geschleudert wird, ich glaube, das kann nicht schaden, oder? Aber so ein zusätzlicher Sprung ist halt schon auch geil. Ah, scheiße. Was mach ich denn? Ich verwende es doch in der Waffe. Was soll's. So, ja, Leute. Glückwunsch. Seht ihr tatsächlich mal was Neues. Und zwar jetzt natürlich den Early Summer. Hm. Ah, es gibt nichts Besseres als Kaffee am Morgen. Ja, wobei morgen. Ja, ist halt immer relativ, ne? Early Summer. Ja, und jetzt sieht das Ganze auch hier ein bisschen anders aus, wie ihr sehen könnt. Ach, freue ich mich, dass ich euch endlich auch mal was anderes zeigen kann. Und vor allem auch ich mich selbst, dass ich mal wieder weitergekommen bin. Und es hat ja auch... neue Gegner. Unter anderem. Oh ja, und auch diese Dinger sind sehr nervig. Puh, okay. Aber ich finde, also so vom Grafikstil, die Ästhetik und so, also finde ich super, muss ich jetzt sagen. Nee. Das hast du dir falsch gedacht, Kollege. So. Ach, ein Schlüssel. Ja, das ist gar nicht schlecht. Sollte nochmal ein Shop irgendwo sein. Was mit Sicherheit der Fall sein wird. Kann ich ja nochmal ein Herz kaufen. Salem muss brennen! So. Ach, du lebst immer noch! Ich habe keine Waffe, keine vernünftige. Was ist der Scheiß? Ah, Influence. Ja, okay, ja, schadet ja nichts, aber... Also so Itzlys Handblade? Also ich glaube, die Waffe vergesse ich nie, die werde ich nie wieder vergessen. Ich gehe erstmal nach links. Ja, so viel dazu. Gott sei Dank kann ich mich nicht selbst verletzen mit meinem Feuer-Dingens. Das wäre ein bisschen... Au! Au, 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 au. Das läuft gerade überhaupt nicht so wie geplant! Alter! Oh ja! Die hatte ich zwar noch gesehen, die Stacheln, aber... Ach du Scheiße. Ah, jetzt habe ich den Effekt auch gesehen, dass die... Ah ja, okay. Dass die hochgeschleudert werden. Alter, das ging jetzt etwas zu schnell. Ich brauche den Shop. Ich brauche ein Herz. Am besten gleich 5. Achso, ich muss ja noch runterdrücken. Das wäre vielleicht eine Idee, sonst komme ich hier nicht mal rein. Ach du Scheiße. Ja, wie ein Raum, ne? Oh. Warte mal, das kostet 20. Wie viel habe ich? Jawohl. Her damit. Sehr gut. Das hat sich tatsächlich ein wenig gelohnt. So, wieder raus. Puh. Ja, es geht sehr, sehr schnell oder kann sehr schnell gehen, wenn man so ein bisschen unkonzentriert ist, wenn man ein bisschen bescheuert ist, weil das war's ja bescheuert. Ich wollte das nämlich ganz, ganz cool machen hier mit Feuer, also mit Dashen, ne, mit dem Feuer. Wollte ich alle erledigen, ja, ja. So viel dazu. Was mache ich denn eigentlich? Falsche Richtung. Ei, ei, ei. Das kann jetzt wieder ganz schnell vorbei sein. Zum ersten Boss will ich schon noch gern kommen. Jeez. Ah ja, schön.
What the fuck? Alter! Boah! Ja, hier sind halt auch die Gegner schon ein bisschen, Ach. Das Ding. Ey, ich dachte, ich hätte ich vorhin schon mal... Komisch. Ich dachte, ich hätte die vorhin schon erledigt gehabt. So, war's das? Ja, okay. Puh. Herz, nein! Nicht Schlüssel! Böser Schlüssel! Falscher Schlüssel! Verdammt! Ich brauche ein Herz! Oder zwei. Oder drei. Oh, shit. Oh, oh. Ja, ja. Ah, shit, der lebt immer noch. Nein, 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 nein. Bist du bescheuert? Lass den Scheiß. Puh. Okay. Oh, das war schlecht. Boah, wie weit die auch springen können. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hier, friss ein bisschen Feuerstaub. Bitch. Ja, wirklich viel Schaden macht das halt auch nicht. Ich glaube, das lasse ich in Zukunft wieder. Ich frage mich, was das überhaupt sind. Sind das, wie heißen die? Suku? Das ist, was ist, Plural von Succubus? Wow, war das lucky! Alter! Ich glaube, die Explosion hätte ich nicht überlebt. Herz? Nein. Spell Damage. Ja, genau das brauche ich. Dammit. Scheiße. Aber hier ist eine Kiste, ne? Sehr schön. Ach, hier ist auch ein Pot. Wie gesagt, die sollte man schon auch immer aufschlagen, auch wenn es nicht viel ist. Oh, eine Waffe! Strong Armed Garter. Ja, wieder dieser Regenschirm, nur ein anderer. Ich glaube, die Stats sind nämlich auch völlig zufällig hier von den Waffen. Die werden auch zufallsgeneriert, wenn ich mich nicht irre. Triples, obwohl, das hatten wir schon mal. Kann ich mich noch erinnern. So. Ja, aber eigentlich ziemlich lange der Run. Ja, wahrscheinlich, weil ich so viel laber und nicht, weil ich... Oh. Schön. Ah, schade. Ich dachte, jetzt nimmt den anderen noch mit hier. Hahaha, beide ins Feuer. What? Was war das denn? Ach so, das war der... Ach, das war der Zauberer, der was geschossen hat. Scheiße. Dachte schon, was hat mich denn da jetzt verletzt? Ach, nö. Au. Nein. Ja, genau. Von hinten. Immer schön von hinten. So. Shut up. Herz. Ach, come on. Also, das ist immer so bei Roguelite oder Roguelike-Spielen, wenn du unbedingt irgendwas brauchst, egal was es ist, ob es Influence, also ob es Schlüssel, Ding ist, bla bla ist. Nein, du kriegst immer das Gegenteil. Immer. Es ist immer so. Ja. Ach so, ja, okay. Also, dass sie da in die Luft geschleudert werden, ist manchmal echt nicht schlecht. Weil dann habe ich sie halt nicht... dann können sie auch nicht angreifen, so meine ich. Das ist echt nicht schlecht. Okay. So. Da haben wir noch... Gehe ich jetzt trotzdem mal rein. Was? Oh fuck, hier kann ich nicht mehr raus. Nein. Scheiße. Ich glaube, das wird mein Grab. Ach und... Ja. Geil. Und ich bin offenbar Dauer vergiftet und das, slowt, also das macht mich langsam. Ja, genau. Genau, Leute. Ja. Ich werde immer langsamer. Boah. Fuck.
Alter. Nee, hatte ich auch noch nicht. Diesen Challenge-Raum. Ja, tut mir leid, Leute. Schade. Ich hätte es lassen. Ich habe mich echt noch gefragt, gehe ich da jetzt überhaupt rein? Und dann dachte ich mir, auch beim letzten konnte ich auch raus. Das war ja nur hier, wo ich mich selbst, also wo ich ein Herz opfern musste, ne? Dachte mir, ach, wenn mir das nicht zusagt, dann gehe ich halt einfach wieder raus. Lektion gelernt. Lektion gelernt. Nur mit viel Leben da reingehen in solche Dinger und doch eher wahrscheinlich straight, also geradewegs zum Boss. Das wäre vielleicht besser gewesen. Tut mir leid, ich wollte euch den auf jeden Fall eigentlich noch zeigen, aber ja, vielleicht dann morgen, wenn Deutschland ausgeschieden ist und ihr wieder mehr Zeit habt, auf YouTube Videos zu gucken. Nein, ich, wie gesagt, weiß nicht, wie er weiter aufsteigt. Es wird eine enge Kiste, denke ich. Der Bessere soll aufsteigen. Punkt aus. So. Das soll es gewesen sein mit Ascendant für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wünsche euch eine schöne Zeit, wünsche euch ein schönes Spiel, falls ihr das gucken werdet heute. Und ja, bis dahin. Zum nächsten Mal, beziehungsweise besser gesagt, ja, haut rein und ciao, ciao.